Willkommen bei der League of Draven. Heute spielen wir mit Draven und Draven. Path to Draven. Ja, willkommen. Ja. Hallo. Begrüßt seist du. 30 Sekunden bis Minions spawnen. Ich glaub, da ist jemand in Stimmung. Willst du doch nicht mit mir Bot gehen? Olli? Hm? Was? Willst du doch nicht mit mir Bot gehen? Nee, im Augenblick nicht. Hm? Nein, eben nicht. Mit dir nicht mehr. Du machst das schon. Victory at any cost. Ah, kein Problem damit. Ich frag ja nur. Nicht, dass du dann Hilfe brauchst. Der war gut, oder? Der war gut, ja. Er hätte fast gelacht. Ich hab da schon Klatschen gehört. Lux hat keine Ahnung, wer Draven ist, ne? Nein! Draven! SpongeBob! Hallo. Draven guckt kein SpongeBob. SpongeBob guckt Draven. Was sowieso. Hey, wir haben eine Poppy. Ich mag Poppy. Wir haben Lukes Mitte. Ich halte meinen Mund, Alter. Bin verwirrt. Mama. Wir sind zwei Nahkämpfer gegen zwei Fernkämpfer, das ist so scheiße. Ja, komm. Haben wir überhaupt einen Fernkämpfer, du Frage? Draven! Ach, Hütte, du wolltest wissen, ob wir einen Fernkämpfer haben. Ja. Draven! Ach du, ja. Ich kann ja nichts werden. Ich werde euch. Und ich meine das ernst. Folgenden 30 Minuten damit auf den Sack gehen, ne? Klasse. Freut mich das, ey. Ich spiele ja den Charakter. Weißt du? Ich bin ja jetzt gerade gar nicht da. So. Bist du dann zu voll, als ich noch nicht höre? Wie hat er das denn geschafft? Weiß ich nicht. Oh, jetzt. Oh mein Gott, das ist Level 2. Bin auch Level 1. Weil du Draven den Last Hit geklaut hast. Also auf den Garen oder was wir auch immer wir gekillt haben. Garen. Ja, gar keinen Schaden. Ja, sag ich ja. Das ist ja Problem, was du sagen willst. Was hier? Nämlich. Boah, Alter. Das ist voll der Langweiler, Alter. Der Schuss ist nicht gut. Poppy in der Busch. Hast du auch was gegen diese Buschmenschen immer? Komm jetzt bestimmt rausgerannt und rammt mich in. Oder auch nicht. Alter, was wollen die von Draven? Mögen dich nicht. Ja, ich merk das schon. Und Charge voll in den Tower. Bitte kill den Garen. This is our fight. Draven assist. Ich hab gehört, wir chillen uns jetzt hier zur. zur. Ja. Zu dritt hier oben ab. Ich hab kein Bot im Bot, okay. Zwick mich nicht dazu! Der Hütte will nur hier sein, weil ich Draven bin. Er findet uns beide allgemein einfach awesome, weißt du? Er will auch ein bisschen was vom Fame abhaben.
Okay, also mein Sidekick ist übrigens Draven, der Soul. Der spielt auch Draven. Achso. Ja, Mann. Und der braucht jetzt auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich hab gehört, er macht so eine Serie, so Path to Glory. Ist das jetzt die Serie, die er gerade aufnimmt? Nein, nicht Path to Glory, sondern Path to Draven. Achso. Natürlich sind wir schon alle Draven, aber wir wollen natürlich trotzdem noch mehr werden. Vom Stern. Lol. Wolli. Komm schon. Ride onward. User in your channel. Lol. Okay. Sehr interessant zu hören, dass einer unserer Teamkollegen einfach abtimt. Er dreht wieder um. Ich finde das immer so witzig, also läuft gerade so nach hinten. Oh, wieder. Ich bin ja so ein netter kleiner Knirm, du. Das finde ich ja aber witzig. Ich den Last Hit auf die Poppy nicht gekriegt habe. Oh. Bayra hat sie jetzt schon zweimal gerettet, ey. Aber die Poppy, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist gar nicht dumm. Geht schon irgendwie richtig so. Achso, Olli kommt ja nicht rein. Ist mir gerade so doof aufgefallen. Connection Lost, hier 24 DSI oder was, Olli? Ja. Fuck. So knapp. Hattest du noch irgendeinen Skill ready? Nee. Warte. Jetzt hat sich dein Ding refreshed, ne? Eine 4 Steigerung, ne, ich hätte einen Auto-Tech und Dings machen müssen. Und ein Skill. Wir hätten noch 2 Ladungen gefehlt, leider. Aber egal. Wird schon. Ich muss einfach nur Hass. Egal, ich werd gefeedet. So. Geht's halt. Lass. Oh Gott, that minion stuck, ey. Will die eigentlich? Freu ich mich auch. Wo verliere ich eigentlich so schnell Mana? Ach, ich hab ja gar keinen Mana. Lass dich mal ein bisschen nachsuchen. Boah, oh Gott, gar nicht so schlecht. Ride on. Das war ja gar nicht mal so schlecht, ja mal hier. This is our fight. Alter, ich will gerade Dings machen, oder mal nicht. Komm, mach selber. Nein! Mein W hat eine halbe Sekunde Abklingzeit weniger mehr als sein Q. Wahnsinn. Ich sollte mir ein bisschen Leben kaufen oder so. Ach, du Witzbold, du. Ja, die hauen mir ganz schön auf die Fresse. Wow, das war ja ein Ignite. Gavin, ich bin ja entzückt von dir. Ja, deswegen nimmt man den doch mit. Hat fast Schaden gemacht. Andere Leute entzückt. Ja, das hat fast Schaden gemacht, Alter. Dein Ernst hier mit ich glaube, ist halt alles. Ja, ich hab's auf Arm gespielt, total lustig.
Man könnte es machen, aber ich spiele wie gesagt sie lieber auf Tank als auf AP. Ja, aber statt der Zeitalter kriegst du doch voll viel Leben. Weiß. Und mit Warmox auch. Warmox und Sonnenfeuer finde ich besser mit ihr. Wie gesagt, ich spiele sie lieber so als Tank, richtig voll Tank. Dann hören wir mal bitte. Ich tut mir leid, nicht zu ihm nicht break, oder höre ich lieber auf den Dings? Passt schon. Wie gesagt, du musst es halt entscheiden, Tank oder AP. Deswegen kannst. Ich mag sie als AP, als AP. Musst du durch? Also ich mag es ja als Tank, weil als Tank macht es immer noch Schaden. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, ich sag nur. Mit Sonnenfeuer und wenn du mit dem W drinne stehst und der W macht, der W skaliert ja auf eben auf deine Leben, macht es Schaden. Kann man nicht meckern, finde ich. Olli, wo bist du, Olli? Wir haben Biker gedived. Gegner-Base ausspielen. Ja, wir haben Bayer gedived, das muss warte, sein. Ist Vega nicht da? Ja. Vega ist tot, den hab ich gefressen. Warte, du hast ihn gedived und bist da? Ja. Okay. Ich freu mich auch, ey. Ja, nee, die Liste war so. Also ich hab ihn durch den ersten Tower gedived, er ist geflasht, ich hab ihn hinterher geultiert und hab ihn unter den zweiten Tower getötet und bin dann da oben rumgelaufen. Tristana wollte mich fressen, also bin ich da oben stehen geblieben zum Recon. Du hau ab von meinem Farm da, Draven. Auch wenn du Draven. Warte. Auch wenn du Draven bist. Nicht Draven. Draven! Ey, kommst du mir entgegen? Oder ihr beide? Das Freifutter. Ich hab gar keinen Last gekriegt. Hallo. Hi. Ah, toll, muss uns passieren, ne? We will endure. Oh, nice. Oh, du bist jetzt uncool, Kollege. Was geht ab? Oh, nichts Besonderes. Wird gegankt. Ja, guck mal, ich bin gestunt. Ja, witzig. Sind wir jetzt alle hier? Ja. Ey, komm. Wir gehen mal wieder auf die Top, oder? Ja, hier mal wieder. Okay. Ich glaube, da war weg 40 eh nur gespielt von uns. Endo schafft alleine. Verpiss euch doch. Ich jungle jetzt erstmal mit der. Jetzt weißt du, was du an der auch an Jungler magst. Ey, das ist richtig geil mit dem W. Ja, Mann, die macht. Die ist, darf man, hol dir dann, wenn du junglest, am besten diese komische Faust, also nicht die Profister, sondern die andere. Weißt du, ich meine, mit dem aus dem Jungle-Item. So. Und dann 5er Boots. Du gehst ab wie die Lotzen, Freund. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit jungeln gehe. Auf jeden Fall ist ja. Auf jeden Fall ist hier jemand etwas, ja. Wollen wir drauf oder nicht drauf? Oder nicht? Dann eben nicht, ja. Ja, mei. We will endure. Ich bin ein verdammter Helikopter. Ich spin dich weg. Oh nein. Guck mal, wer da war. Hast du gesehen? Ja. Da war eine Poppy. Mal ein E. Ach, da hinten ist er. Der dreht sich auch wie du. Ohne Poppy. Nee, ich dreh mich anders. Ja, ich weiß. Du kannst dich sogar zweimal drehen. Viel cooler, Mann. Viel cooler als halt 3D Garen. Drehen. Ja, Mann. Das ist viel cooler als die Drehen. Ja, Mann. Ja, Mann. Natürlich. Of course. Da benutzt ja jemand die neuen Pinkster. Da fahr ein her. Poppy kommt, glaube ich, von unten. Alter, mein Husten, der bringt mich noch um. It is missing. Okay. Lol. Ja, ich komm doch schon, mach ein Brüchen, ja, Alter. Ja, ich seh's ein. Hätte dem mich nicht so dingern sonst. Diese Poppy, die die sehen, ist schad. Draven geht down. Zu viel zu wenig. Die sind noch nicht Draven genug. Mhm. Run them down. Oh.
Na dann. Wo sind denn die Kleinen? SS, Bot, Garrett. Klopf, klopf. Hast du ihm aber vorher nicht gesagt, dass du ihm einen Witz erzählen möchtest? Das hast du schon wieder falsch gemacht. Oh, vier Mann. Ich kann einfach nicht einen Witz erzählen. Das ist nicht mein Ding. Ich weiß nicht, das ist immer. Ich wollte Backup. Ist okay. Ich wollte Backup. Moment. Draven verzeiht. Wieso habe ich vier Mann in der Mitte? Ja, weiß ich nicht. Macht ihr überhaupt nichts? Also, push mal die Tower da. Reiß mal ein den Scheiß. Grausam hier. Vier Mann in der Mitte. Zum Kotzen. Getötet. Das war unser Stichwort. Top durchpushen. Ja, ich weiß nicht, was du hast. Wir haben die alle gekillt. Was, ja, was yes, ich weiß nicht, was du für Probleme hast hier, Olli. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist übrigens das alte Ehepaar. Push den Tower. Frau und Herr Draven. Der lebt immer noch. Die ganze Zeit, der hat seit einer halben Stunde Bock und keinen Gegner. Reiß dir mal ein. Über eine Schnuppe. Wir spielen aber 16 und, Minuten. Und, lieber Herr Draven, wollen Sie die hier anwesende Frau Draven zu ihrer... Ja, ich Draven. Wollen Sie den Namen Draven an? Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, Draven ist raus. Ich kann dir die hier noch schicken. Da ist aber jemand nett. Nein, wo du läufst du hin? SS Tristana. Nein. Hätte die nicht so eine hohe Range, hätte sie mich nicht bekommen. Ich bin immer hin und her gesprungen, Mann. Das ist... The Trolling Top Lane. Ja, Mann. Draven ist raus. Als ich 4-1 hatte, war es besser. Dafür hat sich der Spaß erhöht irgendwie. Oh ja. Natürlich, tolle Tristana. Ja, am Anfang haben sie sich noch nicht gewehrt. Hey, Kevin. Das ist im Grunde lustig. Kevin, halt dich fest. Also. Ach ja, wieder alle vier Mann in der Mitte. Also, halt die Hosen fest. Halt die Hose. Das wird dich aus den Socken hauen. I will rule, Ragnar. Was? Wie geht ein Mensch mit deinem Mädchen in die Bar? Klopf, klopf, klopf! Hallo! Do not relax. Ich glaube, ihr habt da irgendwas auf Geruch, oder? Oh Mensch, der ist viel zu schnell. Der ist auf Speed, der hat geraucht. Der fand deinen Witz einfach nur schlecht. Aber die Leute lieben Klopf-Klopf-Witze. Oh Gott. We will endure. Warst du eigentlich out of range oder warst du noch auf Cooldown? Das war alles out of range. Scheiße, dass du kein Flash dabei hast. Kann ich nicht so Kassadins Ulti als passiv haben, damit ich mich im Range teleportiere? Warte. Leute, wenn ihr da unten noch eine Minute. Wenn ihr da unten noch eine Minute durchhaltet, könnte ich auch rüberjumpen. Alter, wie knapp ich die Poppy verfehlt habe. Boah, den Garen kriegen wir aber. Garen! Komm mal ran auf den Meter. Ja, nee, lass mal. Ravens Ulti geht nie daneben. Ich hab den Vega getroffen, ne? Das in dem Moment, wo sie gesprungen bin, ist, natürlich. Wo sie gesprungen ist, bin ich auch gesprungen. Ist das nicht gut? Ja, okay. Also habt ihr einen Double Frog Splash Jump gemacht? Nee, ich wollte sie einfach nur bespringen. Achso. Au, die Lux macht Damage. Fand sie so toll. Witziger.
Ach, ich meinte, die Draven macht Damage. Ich muss immer meine Äxte fangen, ich kann den nicht wirklich tanken. Ja, guck mal, das sind ja welche. Meint. Komm mal drauf. Weiß nicht, wie lange braucht unser Pantebro noch für den Blue? Ich hab überlebt. Verdammt! Ihr habt mir den jetzt nicht wirklich weggedravent. Warum macht ihr sowas mit mir? Ach, Draven ist so OP, der braucht keine Kills. Stimmt, schau mal. Mensch, das ist mal ein Argument. Oh ja. Gut, damit lässt sich's nehmen. Aber Draven braucht Last Hits. Dann mach sie. Okay, warte. Top Lane. Boah, die geht so daneben. Boah, geht die daneben. Moment, wenn du mir ein bisschen Zeit lässt, dann kann ich gleich hier Klopf-Klopf-Witz machen. Warte. Ich hab nicht einen Minion gekriegt. Triff wieder! Oh, verdammt. Du bist doch feindlich gegen mich, oder was hier? Nö. Niemals. Was geht denn hier los? Ich bin euer Gast bei Path to Draven. Ich würde nur, dass Dravens innige Liebe dich trifft. Ist er free to play oder hast du dir den extra jetzt gekauft? Den habe ich jetzt mir extra gekauft. Den habe ich auch nur auf dem Smurf-Account, den habe ich nicht mal normal. Ich hatte 6. Moment. Gut. So ist das also. Ja. Guck mal, da kommen ja welche. Ich hab glatt gefragt, ob wir das zusammen schaffen, aber dann traut ich mich doch nicht an. Mein Gott, ich hab mich voll verschluckt. Gegen 3 Leute kann ich nicht so viel machen, das ist das Problem. Ach, Draven, go go. Ich wollte eigentlich hier Dingensens und so, weißt du, hier wegspringen, aber anhand des Zeugs war dies dann doch etwas problematisch. Run them down. Geht's da rein, oder was? Ich hab gedacht, die sind ja jetzt alle drin. We will endure. Ja, ich eigentlich auch, aber no risk, no fun. Das sind 2, 3. Ist ja noch irgendwo eine Puppy sein. Das ist ganz viel Farm für mich. Getroffen. I will rule, aber beim Rückweg. Bitte. Guck mal, hier ist ein Lux. Hallo. Do not relent. Sie mich an dich. Die mögen mich nicht, hast du das gesehen? Oh ja. Ich sehe mich einfach. Sippe. Dann werde ich noch tankier spielen. Victory at any cost. Ach ja, ach was war denn so nun? Der chillt da oder was? Der chillt sich da voll an ab. Oh, okay. Bitte, mögest du sterben. Nein. Die größte Schweinehölle der Welt. Aha. Okay. Yes, a baker. Yes, a baker. Gut zu wissen, Panda, dass du immer ein Bäcker werden wolltest. Ich glaube ganz ehrlich, er wäre ein guter Bäcker geworden. Ja, ich denke es auch. Also ich werde es ihm hinbekommen. Ey, ich glaube, das ist gar kein Mörder so richtig. Der will gar keine Leute töten.
Er möchte nur sein Brot verkaufen. Ja, denke ich auch. Ich meine, auf diesem Schild, was da für ein Teig drauf passen würde, das kannst du. Oh, kannst du richtig gut den Teig kneten. Ja. Victory at any cost. Schade, dass es nichts geworden ist. Eines Tages wird noch so der, hier so ein. Drauf, Olli? Eines Tages wird noch der Bäcker Pantheon Skin rauskommen, wo er so ein Brotschieber als Lanze hat, als Speer. Alter. Und so ein Backblech. Alter. Und so ein Backblech als Schild, oder? Und dann statt ein Helm awesome. So eine Kochmütze. Hebt dein Ulti bis Weihnachten auf. Schön, ich was du meinst. Ja, lol, ich komm da nicht rüber, was ist das denn für ein Scheiß? Sichuan, die hat einen, na sag schon. Einen Terra-Bong. Also halt, wenn die auf Terra trifft, dann wird sie geblockt. Ach so. Ja. Wie bitte was? Wo was? Wann? Wenn Sichuan irgendwo da drüber dashen will, dann kommt sie einfach dagegen. Wo drüber dashen will? Die kann überwenden dadurch. Ja, über die hier. Kann durchwenden. Echt? Ja, die kann durch. Ja, die Wand ist einfach zu breit, glaube ich. Den Witz kenne ich schon. Ist alt. So, also, ich würde gerade sagen, so wollen wir drauf, aber. Der Lux. Okay, ich musste treffen. Und sie haben noch geflasht. Mal schauen, ob sie dich kriegen. Hand de Pant. Ach was, die geben schon auf? War viel zu leicht. Das hat nicht mal versucht, dich zu catchen, ne? Mhm. Ich bin ein Pirat. Ich glaube, heute ist alles, was ich spiele, ein Pirat. Jawoll! Oh Gott, ich muss dir mal helfen. Achso. Boah, Alter. Oh, diesmal hat's mich gebrochen. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich hätte sie gerne aufgefangen und dir gebracht. Aber leider war ich nicht so awesome genug für diese Ulti. Dafür kannst du mir vergeben. Passt schon. Alles klar. Guck mal, eine Poppy. Der Nuno ist ja mal ein Teamfight. Ach, ich krieg mal. Krass. Finally, Draven got one kill, he's feeded. Ist ja wieder Gold wert. Boah. So schlimm war es bei mir heute aber nicht. Das wollte ich auch nicht damit sagen. Ja. Ich hab schon schlimmer gefeedet mit dir, so. Das stimmt. Ja. Aber, man muss dagegen sagen, wir hatten unseren Spaß. Oh ja. Ihr Witzigen. Ja, wir können mal wirklich hier Dings machen. Tricken. Du meinst Stop. Draven könnten wir mal machen? Ja. Oh, ich hab 1100 Gold. Was mich ankotzt, das ist kein... Das ist nichts in Verbindung gibt mit... Heal und Markiris. Was? Ja, dass es nichts gibt mit Heal, jetzt mit Health, mit Leben und mit der Kombi mit Markiris. Geistersicht. Wunderwerk und Geistersicht, ja. Ja, das sind die einzigen. Wow. Und was spielst du?
generell, ich würde generell mal mit irgendwas... Mit kannst du die Runde wegholen, rein theoretisch. Ja, die ist 30, ich brauche ja mehr. Ach ja, und noch eins, Benji's Way ist auch geil, finde ich ja, persönlich. Ja, 45. Ja, trotzdem. Ich bin halt nicht mehr, Alter. Naja, wenn du Rumbleberg und Benjis, dann reicht das eigentlich in dem Fall, muss ich sagen. Du kriegst bei beiden Leben dazu und dieses Leben ist schon ein dickes Polster, muss ich sagen. Die prozentuale Skalierung von dem Magiras ist doch auch viel höher jetzt, bitte. Trotzdem finde ich's abfuck, Alter. Ride onward. Ja, früher war auf alles Antwort Warmox und Naturgewalt fertig. Oh, ja, Naturgewalt fehlt, Mann. Naturgewalt fehlt einfach. Ne, Leute. Auf, komm. Link die ab. Dum. Die Kuh kommt! Go. Drauf. Tja, so geht es nicht, ja Leute. Ein Kill, ein Aces, ein Death will ich noch haben, dann können wir Schluss machen. Warum? Dann hast du? 6 Effects. Und 5 Last Hits. Dann ja. Hast du? 88. Ich hab schon zu viele. Das Symbolik. Ich will damit jetzt nichts andeuten oder so. Nee, das ist nicht. Ich hab Angst. Tut mir weh. Lol. Ich hab mein Sword of the Divine nicht aktiviert, weil ich dachte, es ist auf der 2 und nicht auf der 3. Diese Schwerter sehen aber auch gleich aus. Gott. Ich frag mich wirklich, warum er sich Dings geholt hat. Ja, wie heißt es denn? Hexdringer. Das ist ein Hexdringer-Item. Der Dings. Gavin? Ja. Stund des Malmoritus? Hä? Ja? Stund des Malmoritus heißt das. Ja, ich verstehe warum. Englische Wort dafür kann ich, oder den englischen Namen kann ich leider nicht beantworten. Ich weiß nicht, meine. Magic Resist auf Tank Item ist. Ja, aber für was? Ja, trotzdem, das ist so, wir haben nur einen, der AP Damage macht. Nee, das geht wahrscheinlich darum, falls wenn er Lowlife ist, dass er die Nunu Ulti überlebt. Nicht nur das. Du darfst den AP Damage schon nicht unterschätzen. Nunu macht AP, unser Warwick macht AP. Und du machst auch keinen Unterschied. Also den Hauptschaden, den du machst, ist AP. Ja, gut. Das sind drei von uns. Ja, gut. Außerdem, wenn er Lowlife ist, dann macht er mehr Schaden. Wenn er Lowlife ist, kriegt er noch mehr Schaden. Das kommt auch dazu. Und diesen Schild, das ist schon. Also unterschätzen sollte man es nicht. Also unser Weimar hat natürlich nicht nur AP, aber er macht halt auch. Das ist. Also kannst du im Prinzip sagen, 2,5 von uns machen AP-Schaden. Ja, der Hüt ist mal wieder der Half-Man, ne? Ne, er war weg, weil er beides macht. Ach, ich? Oh Gott, der Trap. It's a Trap! Run! Run, Johnny! Warum spielen die denn so gut im Team? Freue mich auch. Weil sie jetzt gelernt haben, dass sie so und sich zusammen... Also, ja. Also einer kam von hier, einer von hier und zwei von hier hinten und... Da muss ich fallen lassen. Was war das denn jetzt? Der nächste wahrscheinlich auch. Nee, muss ich. Ist in irgendein Gas rein und bist überfallen. Krass. Der Schaden war jetzt gerade... Und die ganzen CCs. Wir machen hauptsächlich auch nur noch so auf die Herde. Nee, das ist so krass. Ja. Naja. Ja, also Rumbleberg wäre wirklich cool. Aber bist du schon auf dem Weg zum Boden? Ja, komm Nunu, Alter. Sagen, Junge.
Aber was meinst du so allgemein zu Sicherheit? Eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Und das erzähle ich schon seit Jahren den Leuten. Seit Jahren. Ja, du weißt, wie ich das meine. Das war eine Hyperbel, mein Freund. Eine Übertreibung, um die ganze Sache zu veranschaulichen. Okay. Weißt du was? So, ja, du bist der Duden in Hüttes Leben. Ich mach diesen Begriff einfach Hyperbel. Ist cool. Mach ich. Also wenn du fragst, ja, weißt du, was überhaupt eine Hyperbel ist, dann sagt er das auch den Duden. Naja, nicht so ganz. Ich weiß es halt nur aus dem Deutschunterricht, also Leistungskurs. Gedichtsanalyse, FTV. War langweilig. Aber wenn's durchpushen. Los. Problem bei uns war immer, bei Gedichtsanalyse, wir mussten ja auch wirklich jeden Scheißbegriff können, weißt du? Also hier dieses Am. Das kann ich immer noch nicht aussprechen. Ombomsch. Nee, es geht nicht. Ombomsch. Noob! Heißt das, glaube ich. Also übersetzt heißt das Zeilensprung. Weißt du, und bei deiner Gedichtsanalyse durftest du nicht schreiben, das ist ein Zeilensprung. Nee, du musstest dieses komische Wort Ombom. Ihr wisst, was ich meine. Nee. Ombomschum. Nee, ich kann's nicht. Nee, ich hab's damals versucht, es klappt nicht. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Es ist irgendwie ein französisches Wort und es heißt Zeilensprung. Das heißt, in einem Gedicht, wenn, wo eigentlich kein Zeilensprung sein dürfte, auf einmal eben doch ein Zeilensprung, weil das ist ja ein Stilist. Das ist ein stilistisches Mittel. Do not relent. Naja, Gedichtsanalyse war immer der Klasse, der Knaller. Okay, okay, okay. Go, go, drauf. Hier, komm. Oder? Guck mal, alle. Ich will jetzt nicht hier alleine alles. Deswegen renne ich weg. Warum fokussieren die mich eigentlich so krass? Ich will das nicht. Wenn ich da gerade alleine stehe, aber das ist so eine Gruppe, kriege ich meistens irgendwie alles ab. Die mögen mich nicht. Ja, natürlich. Ich glaube, die wollen kein gebackenes Brot haben. Ja, natürlich. Ja, ist der hier? Wo ist der Trottel da? Er ist da. Du, fuck you, Spackenjunge. Was? Spasti. Ah. Du bist zu zweit, Mann. Blame dein Basti. Schwein, dass es eingepennt ist. Der Basti. Ey, Vega, kennst du schon den? Renn doch nicht weg! Aua. Okay, der hat aber auch einen guten Klopfwitz drauf, der Vega. Der hat mich fast zugehauen. Komm dir entgegen, mein Freund. Halt aus! Draven ist raus. Niemals! Nein! Das sehe ich nicht, ey. Geh zurück in den Panther-Kreis. Ich komme! Gut. Also ich dachte, mein Live-Leech reicht. Mach die Barriere einfach so. Nee, komm. Ja, wollen wir drauf oder nicht? Nee. Ich denke eher weniger. Fallen wir dann drauf. Jetzt wird könnten wir eigentlich wieder. Ich wollte jetzt halt nur nicht wieder alleine da rumstehen, wenn die irgendwie mal die Angewohnheiten haben, mich anzugreifen. Jawoll! Gefangen! Was eigentlich? Ja, oh, jetzt ist Luxo raus, jetzt kommen wir eigentlich weg. 20 Sekunden eh wieder ab. War doch nicht so gemein zu mir. Ich würde auch mal Hoffnung haben. Okay. Alter. Und wieder ein guter Keeper. Er kommt rein. Oh. Oh fuck. Leute, das sind Draven. Alter, sind wir wirklich gerade so schlecht. War gerade 4 gegen 5. Kill gemacht. Das war 4 gegen 5 und wir haben 3-3 durchgemacht eigentlich. War jetzt nicht optimal, aber war okay. Also es war nicht optimal, aber es war okay, würde ich jetzt mal fast schon sagen wollen tun. Man fühlt sich dann doch ein Stückchen besser, wenn man mal so eine Ulti trifft und jemanden killt. Ja, die machen wirklich am meisten AP-Schaden, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Alter.
Oh mein Gott, Nono. Ich verstehe nur nicht bei der Poppy, warum die sich Trinity und die Eisquerhandschuhe geholt hat, weil die Zauberklinge passiv eher einmalig ist. Wir spielen weiß nicht. Doch hier mit nicht so guten Spielern. Ja, aber Draven. Die Sache ist, dafür, also sie spielt ja an sich, finde ich, hat sie gut gespielt so an sich, aber ich verstehe jetzt den Sinn dahinter nicht so ganz. Könnte sich statt Eisquellhandschuhe hätte sich dann auch Dings holen können. Hier heißt dann Frozen Heart zum Beispiel, da hat sie auch Slow-Effekte drauf. Rein theoretisch. Hast dieselben Effekte. We will endure. To the bitter end. Oh fuck. Ja, fuck mich doch. Ignoriert doch einfach mal ihn. Ja. Wieso ihn? Meinst du mich? Ich glaube. Ja. Mich ignorieren sie. Also mich haben sie zu dritt angegriffen. Die waren gar nicht. Möchtest du noch irgendwas sagen? Was macht sagen, der Traven da, ey? Ehrlich, ey, Breaky. Vektor. Welcher Traven? Hier sind 10 Stück. Ja. Hier sind lauter Dravens. Selbst die Minions sind die Traven. Ja. Dafür würde ich mir auch noch so ein Bild wünschen. So eine Arm, also so die Arme, ne? Alle 10 Champions und die ganzen Minions alle mit Ravenköpfe. Das ist ja mal cool so. So klein ja, animiert. Das ist ja mal geil. Da ich so einen Charme bekommen? AP. Hm, wer hätte gedacht? Weiß ich nicht. Was für ein Arschloch muss man eigentlich sein, um mit 20 AP zu überleben? Ein verdammt großes. Alter, diese Ulti, die wir geklagt haben, genau. Oh, ich hab ne Ulti. Ich kann gleich wieder Kopf jetzt erzählen, wie immer. Wenn wir so weitermachen, verlieren wir noch. Wir verlieren das sowieso. Ja, klar. Vor allen Dingen, wenn es weiter so gemacht wird wie bisher. So, ich sehe sämtliche Leute, alle haben ihre Ultis ready. Keiner benutzt sie. Außer meine Wenigkeit natürlich. Ja, im Teamfight bringt mein Ulti, glaube ich, nicht so viel in dem Sinne, um reinzuschauen. Ja, aber so ein Sindhuani AOEs, dann so ein Ulti, so ein Pantheon draufjump, also. Ja, wenn ich aber schon da bin. Das geht schon. Da geht eine Menge, da geht eine ganze, ganze Menge. Ich glaube, wenn ich aber lieber so schaue. Okay. Zumal ich Angst habe, dass sie mich die Ulti abbrechen, wenn ich direkt dort bin schon. Deswegen mache ich die nicht im Teamfight. Der Punkt ist einfach, du musst in deren Rückseite springen. Wenn du von vorne drauf stehst und ne, einfach nur vor der Tankline stehst, dann bringt dir das nicht viel. Hm. Ich glaube, hast du schon raus. Geh zur Hölle. Was? Du bist der KS-Master. Mach mehr Schaden, wenn die weniger, wenn kaum noch Leben hat. Ich hab doch dann ja, so. Aber ich hab 100%. Extra Sword of the Divine aktiviert. Hat aber auch noch 1% Crit-Chance. Bad Red Buff. Run them down. Wollen wir Tracken machen? Jo. To the bitter end. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Es werden doch jetzt die Aces angezeigt, ne, wenn man den Drachen macht. War drauf oder nicht drauf? Das Witzige war, der Gavin vom Gegnerteam wurde auch angezeigt als Aces. Finde ich lustig. Lol. No.
Ah, schlecht getimt. Haben wir alle 5 überlebt? Nee, können. Aber ich hab den Wege rausgenommen, 1 gegen 1. Ah, denkst du, wir können tanken? Ein Tor? Okay, dann nicht. Sind über 40 Sekunden tot. Ja. Wie geht doch mal was hier? Ich würde dir ein großes Objective nehmen in der ganzen Zeit. 30 Sekunden ja, mehr als genug Zeit. Eigentlich. Ja, dann komm ich auf Feld. Kommt hier mit dir. So. Na gut, ich wieder mal Bot Top Lane farmen. Echt gelaunter Wolf. Ach Quatsch. Farm gerne Top. Ich find's immer witzig, ey. This is our fight. Ey, großer böser Wolf, du brauchst nicht mehr viel Gold für Fully Clip, oder? Hä? Brauchst nicht mehr viel, oder? Ich brauch nicht mehr viel, ne? Aber ich brauche teures. Jetzt bin jetzt voll equipped. I will rule from your heart. Ein brennendes, schildende Kuh habe ich jetzt. Dann auf. Victory at oder? Any cost. Ja oder nein? Sagen, was ihr wollt. Ich war useful. Ach, du warst da. Ich war da. Als es begonnen hat. Ja, wir haben sogar einen. Boah, wir haben sogar einen. Baron. Was ist denn? Ja, meine ich ja, den habe ich ja gestealt für euch. Komm, go, ich tanke. Fuck, bist du tanky? GG. Alter. Let's Traven. Ja Leute, das war ein langes, spannendes, naja, Match. Eigentlich ein trolliges Match. Naja, dann bist du in der nächsten Folge mit Puff Traven. Und ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.